Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 4. Juli. Independence Day. Heute dabei Tesla, Raspberry Pi, Pokémon Go, Deutsche Telekom und Netflix. Ja, gute Nachrichten von Tesla, denn Tesla scheint früher als erwartet mit dem neuen Modell 3 am Start zu sein. Laut einem Tweet von Elon Musk soll das erste Fahrzeug des Model 3s am Freitag vom Band laufen. Der Tweet ging kalt raus und wurde erfreulich aufgenommen. Und nun schauen wir mal, ob das wirklich Freitag so sein wird und der erste Model 3 für die Vorbesteller zur Verfügung steht. Und davon gibt es einige, das sind nämlich weltweit über 400.000. Ganz anderes Thema, vom großen Tesla zum kleinen Raspberry Pi. Raspberry Pi, der kleine Mini-Rechner, mit dem man ganz viel anfangen kann, der hat nun ein Integratorenprogramm gestartet. Damit wird die Raspberry Pi Foundation ein Zertifizierungsprogramm auflegen, um Raspberry Pi-basierte Produkte damit halt zu verifizieren und für den Kunden ein bisschen transparenter zu machen, beziehungsweise ihm halt eine Art Qualitätssiegel mit an die Hand zu geben. Dementsprechend wird es halt auch einen Aufkleber geben, ein Logo, powered by Raspberry Pi. Und das muss natürlich halt auch zertifiziert und belegt werden. Und dafür ist diese ganze Aktion gedacht. Prinzipiell eine gute Sache. So wird vielleicht der Raspberry Pi noch ein bisschen massentauglicher. Massentauglich ist auf jeden Fall Pokémon Go, das wissen wir alle, denn es gibt immer noch genug Spieler, da kann man halt so viel meckern, wie man will. Und seit den großen Updates von vor 2-3 Wochen sind da auch viele Spieler zurückgekommen und machen bei den neuen Raids mit. Raids, das sind halt spezielle Aktionen, wo man mit mehreren Spielern versuchen muss, ein Pokémon zu fangen. Bei den höheren Raids muss man auch wirklich eine Menge an Spielern haben, eben 5, 6, 7, 8 Spieler, um überhaupt eine Chance zu haben. Ja, und diese Raids, die waren durchaus ein bisschen frustrierend, denn es gab eine große Anzahl von Netzwerkfehlern. Ich selber hatte persönlich nur ein, zwei dieser Vorfälle und fand das durchaus überschaubar und bin bei so einem Multiplayer-Spiel auch durchaus gewillt zu sagen, okay, wenn das alles auch Realtime läuft, dann passieren halt solche Fehler. Andere waren da durchaus genervter. Und da hat Niantic, der Hersteller von Pokémon Go, nun nachgebessert, hat in den letzten Tagen diverse Updates nachgeschoben für Android und iOS und damit sollen diese kleinen Fehler behoben werden. Ob das nun wirklich so will, also ob das nun wirklich das gebracht hat, was die Spieler erwarten, das muss ich nun erstmal zeigen. Die ersten Feedbacks sind eher ernüchternd. Aber warten wir ab. Ich werde euch da bestimmt auf dem Laufenden halten. Die Deutsche Telekom hat ja auch vor einigen Wochen den Dienst StreamOn angeboten. Mit StreamOn gibt es diverse Musik- und Video-Streaming-Dienste, die, wenn man halt StreamOn aktiviert hat in seinem Telekom-Vertrag, nicht auf den Datentarif angerechnet werden. Also Musikstream, Videostream, ohne dass man die Daten dafür aus seinem Vertrag abgeben muss. Gute Sache. Und sie haben jetzt auch ein bisschen nachgelegt. Es gibt neue Anbieter. Das sind halt auch ganz viele lokale Streaming-Sender, Radiosender, wie beispielsweise Antenne Bayern oder Radio Gong. Aber halt auch zwei Schwergewichte wie Tidal und Soundcloud. Interessanterweise bei Tidal, das hat nämlich einer, wie ich gesehen hatte, auf Twitter nachgefragt, bei Tidal gilt wirklich nur Musikstreaming und nicht die Musikvideos, die der Musikdienst anbietet. Also man muss auf jeden Fall aufpassen und nicht einfach nur blind dann losstreamen, wenn man StreamOn aktiviert hat, sonst gibt es ein bitteres Erwachen vor dem Ende der Daten am Ende des Monats. Und wenn wir schon beim Streaming sind, dann reden wir auch mal von Netflix. Und Netflix hat dieser Tage verschiedene Preismodelle getestet. Also je nachdem, von wo aus man Netflix aufgerufen hat, wurden einem nicht die Standardpreise 7,99, 9,99 und 11,99 angeboten,
sondern es gab Preise wie 8,99 oder 13,99. Und laut Netflix ist dieser Test jetzt auch beendet, mehr oder weniger, also in den nächsten Tagen. Und er hätte nur dazu gedient, um rauszufinden, welchen Wert Netflix für die Nutzer hat. Laut Netflix, selbst wenn man halt für einen höheren Tarif abgeschlossen hätte, würde nur der normale Standardtarif, der entsprechend dazu passen würde, abgerechnet. Ja, ob das nun wirklich alles so Sinn macht, frage ich mich hier. Oder ob man da nicht hätte man einfach mal vielleicht mal eine Umfrage starten können. Denn so hat man bestimmt einige Nutzer verwirrt und es hat immer so ein kleines Geschmäckle. So, und das war's auch schon für heute. Überschaubarer Tag. Ich wünsche euch einen guten Start in den Dienstag. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu, ihr hört morgen. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir immer noch hier ein Gewinnspiel am Start haben. Dafür müsst ihr einfach die aktuelle Geek Talk Daily Folge auf Twitter retweeten oder ihr schickt eine Mail an wettbewerb@geektalk.ch. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr ein paar interessante, praktische Gadgets aus dem Keller vom Poughkeepsie gewinnen. Wenn ich schon nicht mehr richtig sprechen kann, dann entlasse ich euch auf jeden Fall in den Tag und wie gesagt, ciao, ciao, bis morgen. Hört mehr Geek Talk.